Fanny van Dant. Räumliche Distanz, ich weiß schon wieder, Fanny van Dant. Aber From the Cave of the Wild Pig. Es ist gar nicht so einfach, einen eigenen Song aus dem Hut zu zaubern. Fanny van Dant, räumliche Distanz. Das Ganze heute nur für euch in der Indoor-Polo-Version. Yep, machen wir so. Wenn man so rumsitzt und sich so umschaut, sieht man die Welt ringsumher. Und wenn sie schön ist, benimmt man sich so, als ob man ein Teil von ihr wär. Ja, wenn man so rumsitzt und sich so umschaut, fällt vielleicht wieder bald Schnee. Und es wird Abend, wo ist die Liebe, ist sie da, wohin ich jetzt geh? Ja, während du lachst, sind viele andere traurig. Und wenn du stirbst, werden viele einen Orgasmus haben. Das hört sich schlimm an, ist es aber nicht ganz. Denn zum Glück gibt es die räumliche Distanz. Man kann seine Schönheit verkaufen und mancher verkauft sein Geschick. Man kann seine Kraft verkaufen und manche verkaufen ihr Glück. Manche verkaufen Geheimnisse, manche nehmen sie mit ins Grab. Ich verkaufe meine Liebe, das Beste, was ich hab. Ja, während du schläfst, haben andere Hunger. Und während du frühstückst, bringen andere sich um. Das hört sich schlimm an, ist es aber nicht ganz. Denn zum Glück gibt es die räumliche Distanz. Ja, wenn man so rumläuft und sich so umschaut, sieht man vielleicht was, wer weiß. Und es wird morgen, ist das die Freiheit, fragst du sie nach ihrem Preis. Was ist das Gegenteil von nichts, hab ich dich einmal gefragt. Ist es etwas oder alles, küss mich, hast du gesagt. Ja, während du verliebt bist, sind andere völlig verzweifelt. Und während du verwöhnt wirst, werden andere von Bomben zerfetzt. Das hört sich schlimm an, ist es aber nicht ganz. Denn zum Glück gibt es die räumliche Distanz. Während du lachst, sind viele andere traurig. Und wenn du stirbst, werden viele einen Orgasmus haben. Das hört sich schlimm an, ist es aber nicht ganz. Denn zum Glück gibt es die räumliche Distanz.